So, hallo liebe Leute und zurück zu LWS. Ja, schön hier am Meer und die Leute stapeln sich schon wieder. Ja, dabei ist der Pixel. Hallo. Der Marc. Hallo. Der Thomas. Hallo. Und der Chris. Tag. Er steht gerade in der Mitte. So. Ja, ich habe einfach gedacht, so, wir machen hier mal einen schönen Start am Meer, vielleicht so ein bisschen Meeresrauschen zur Entspannung. Sonst wäre ich voll aggressiv bei diesem Deppen hier. Oh, scheiße, leck. So. So, ihr Muschis. Ab nach Hause. Mama, du kannst ja froh sein, dass wir für dich arbeiten, nicht für die Deutsche Bundesbahn. Du weißt ja, was die ständig machen, oder? Ja. Biken. Könnt ihr gerne machen, sperre ich euch aus, so. Ich kenne meine Rechte als Arbeitgeber. Marc, hör auf, vor mir rumzulecken. Ich lecke nicht. Du leckst. Hey, hier läuft eine Schnecke. Spätestens mir im Arsch, wenn du weiter so machst. So. Hey, jetzt bist du vor mir. Wie geht das denn? Ich bin einfach schneller. Er hat den Turbo gefunden. Ja. Weißt du doch, Arma 3, Shift-Taste. Ich hab ein neues Spielzeug. Oh, komm nicht hinterher! Das macht nix. So, wir gehen auch zu Fuß zurück. Ihr seht es, wir tappen nicht. Nein. So, brauchen wir noch ein paar Bäume. Wie wär's eigentlich, wenn wir uns mal so Kartoffel- und Rüben-Dinger holen? Ja, gerne. Kannst du gerne, wenn du möchtest, so tun. Okay. Dann bräuchte ich zwei Leute mal beim Shop. Ja, kauf, ich tapp. Ausnahmsweise okay. Mal. Upsala. Jetzt bin ich im Steam-Menü. Marc ist auch hinterher getappt. Ey, da... dachte, wir tappen uns nicht durch. Ja, gell? Haben wir jetzt, dafür haben wir doch gerade gesagt, wir tappen uns jetzt mal da kurz. Ausnahmen bestätigen die. Sonst sind wir ja stundenlang unterwegs. So, also ihr seht schon, wir haben einen neuen Mod, der hatte Fahrzeugschwerte nicht. So, jetzt müssen wir erstmal Motor starten. Ah ja. Und die Handbremse lösen. Und natürlich die Richtungsanzeigen schalten wir jetzt mal ab, weil wir können separat wechseln zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang. Und da ich da aber keine Lust habe, mach ich mal wieder auf Automatik. Pixel? Ja. Auf die große Erntemaschine da 10 Meter Dinge da drauf, oder was? Ja. Du kannst doch das kleine nehmen, wenn du Spaß hast. Nein. So, jetzt haben wir schon mal die Ernte dafür, aber wir haben noch gar nichts zum Sehen, oder? Dafür. Die Felder sind doch fertig. Ja, ich bin gerade am Gucken. Ah, sind da Kartoffeln schon drauf? Keine Ahnung. Da siehst du. Hab's auch mal gesagt. Kartoffeln und Rüben, ne? Ja. Mit welcher Taste macht man jetzt die Maschine an? Mit Enter gedrückt halten, also Enter bei dem Buchstaben. Enter, ja. So, und dann musst du Steuerung und Leertaste drücken, damit du die Handbremse losmachst. Hetz mich nicht, mein Freund. Sonst mache ich nämlich den hier. Warte, es geht. Ja, ohne Blinker, ist klar. Seid ihr noch da? Nee. Ja. Sonst mache ich nämlich hier das während der Fahrt, so. Guck mal, ich habe ein längeres. Thomas, bei welchem Feld fängst du an? Fängt das erste, was hier an... Was ist so. Das hier? Feld 24 oder was, wa? Alles klar. Dann tue ich wieder Kuppern und Säge. Ich gehe abholen und ins Hofsilo packen, ne? Ja. Wohin mit dem Maschinenbau? Kein Moment. Ja, da ist aber kein Platz momentan, weil da die New Holland ja auch noch mit hingehört. Das hatte ich auch gesehen, Vero. Es gibt einen relativ coolen Mod. Das sind drei Teile, da kannst du dir deine eigenen Lagerhallen bauen. Also auch von der Größe her, so wie du willst. Okay. Können wir ja fürs nächste Mal dann einfügen.
Dann können wir zum Beispiel hinter dem Hof ist ein großes Feld. Könnte man ja da draufstellen zur Not. Erntemaschine aufklappen. Oh. Oh. Na bald. Vorsicht! Entschuldigung, das Ding hat eine beschissene Lenkung. Das weißt du doch wohl. Boah, es geht. Das war da. Chris, hast du schon wieder den einen Traktor hier geholt? Bitte? Hast du den einen Traktor hier schon wieder rausgeholt? Den weißen? Ja. Alter, also steht da, wo der Traktor stand. Der LKW stand. Warum wurde der jetzt einfach umgestellt? Weil ich den LKW nicht, weil ich dahin gefahren bin? Zum LKW? Und wie weit war das? Ein Stückchen. Aber Meter? Ich hab den Motor wenigstens ordnungsgemäß ausgemacht. Aber nicht die Handbremse angezogen. Mag ich, beziehungsweise Bero? Sollte ich noch einen zweiten Dicken holen? Trecker? Ja, nicht ganz so einen Dicken, sondern einfach einen mit mehr PS. Wie die Maschinen jetzt. Pixel, kannst du mal kurz die hier rausziehen eben? Wärst du so nett? Wir kommen, weil hier nämlich die ganzen Erntemaschinen reinpacken. Die kannst du hier hinten noch mit runterstellen, oder? Er zieht das wie nix, ne? Ah, das hier ist mein Baby, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Welcher? Der New Holland mit Kette hinten. Okay. Da weiß es mir. Ich brauch noch einen größeren für Dings, ne? Jetzt als Trecker oder was, Pixel? Mhm, ja. Was brauchst du, Vero? Ich bräuchte noch mal einen größeren für die Holzverarbeitung dann. Verarbeitung? Ja, für Holzfahren und sowas. Weißt du? Nee. Wo ist denn jetzt? Also hier fürs, wenn. Für die Presse und so eine Scheiße. Marc, wo hast du jetzt dein anderer den Rübenernter gelassen? In der anderen Halle oben. Da hinten, wo die ganzen Gewichte und sowas eigentlich, das ganze Anbaumaterial und die Trecker drin stehen. Ja. Soll ich ihn dir bringen? Nee, ich lauf schon. Die 5 Meter werde ich noch überleben. Neben der Halle. Weil das finde ich nämlich cooler, wenn die Erntemaschinen alle in einem Bereich sind, damit man nicht mal suchen muss und die Trecker halt in einem. Marc, hast du nicht eben irgendwas von Handbremse angezogen gesagt? Ja, weil die Taste funktioniert nicht. Na, bei mir war es auch nicht Enter auf dem Numpad, sondern ja, die normale Enter-Taste zum Starten. Bei den Buchstaben. Nein. Ja, genau. Gesagt bei den Buchstaben, oder? Nein, das war ich, aber ist ja egal, ne? Wollte gerade sagen. Ich halte mich jetzt nicht, ob da jemand gesagt hat, Zahlen oder Buchstaben. Ich habe die Taste gefunden, nur ich habe jetzt nirgendwo Kontrolle gesehen, ob Handbremse angezogen ist oder nicht. Das ist alles über dem Tempoanzeigen und sowas. Also über die Geschwindigkeitsanzeigen und so. Ach, unten rechts in dem Button. Richtig, da ist das alles mit drin. Okay. Nabend. Und Thomas, wie voll bist du? Ich geh mal zum Shop und kauf einen neuen Trecker, ja? Ich wollte gerade einen holen. Aber wenn du willst. Ja, ich kann doch eben selber laufen. Ob du nun läufst oder ich nun laufe, oder? Müsste. Aber sollten wir vielleicht mal einen Tieflader kaufen? Wofür? Zum Transportieren, wenn wir nochmal Trecker kaufen oder selbstfahrende Fahrzeuge, dann müsste ich einer immer zum Shop laufen. Wir können auch zwei Autos holen als
Einer steht am Shop immer und der andere steht auf dem Hof. Dann kann einer hin. Ne, jetzt nehmen wir auch. Dann stehen sie beide da. Ja. Wenn es wenigstens zwei Sitzer wären, dann wäre das ja noch ganz cool. Ja. Aber das haben sie leider immer noch nicht eingefügt. Aber da fehlt ein Meter, ne, Thomas? Ja, den fressen wir auch noch ab. Ich fress dich gleich. Ey. Lecker Speck. Wollt ihr jetzt sagen, ich bin dick oder was? Du bist breiter als lang, also. Hör mal, ich bin nur ein bisschen kastig um den Hüften, aber ansonsten geht's. Ja, Brotkasten. Ey, der protzt heute wieder vor Freundlichkeit. Oh, ich hab heute so einen schönen Tag. So, ich nehme, denke ich mal, den New Holland. Nein, den die Case IH nehme ich gerade nicht, weil da kannst du nämlich vorne zum Beispiel nicht das Schild dran machen. Oh. Welchen New Holland? Den T8320. Okay. Wieso? Ich bin mit einverstanden. So, weil ich will der Einzige sein mit Kette. Ja. Vielleicht sollte man echt das so machen, dass man manche Fahrzeuge auf die Leute triggern kann. Ja. Da gibt's ja den Mod. Ja, deswegen sage ich ja. Das fand ich ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Genau, da wollte ich. Wenn's okay, ich wollte mal die Maschinen, die wir haben, jetzt so ein bisschen upgraden. Zum Beispiel, ich würde vorschlagen. Würde ich das vorschlagen? Ja, würde ich. Zum Beispiel die Auflieger, die wir hier haben, dass wir die verkaufen und dafür größere. Die für einen LKW? Zum Beispiel? Nee, auch ein paar paar Anhänger für einen Trecker. Den LKW würde ich halt nehmen, um Sachen zu verkaufen. Dass der wirklich nur da ist, um aus den Silos raus und zur Stelle X und so weiter. Chris? Ja? Das nachfolgende Feld ist auch Raps, ne? Oh ja! Die Frage ist, bringt es nicht vielleicht sogar mehr, wenn wir zwei etwas kleinere Anhänger nehmen, die aber vielleicht mehr zusammen mehr Ladevolumen haben als ein großer? Wäre das doch zum Wegfahren viel besser? Und der andere halt für ans Feld stellen. Fahr einfach geradeaus, Thomas. Ich komme mit. War schon meine Idee, Chris. Aber erstmal bringen wir auf jeden Fall den hier weg, den ganz kleinen. Ich würde auch hier die beiden eigentlich wegbringen. Oder? Ja, ich nehm davon gleich noch einen mit, warte mal. Kann man die überhaupt ansetzen? Und wie viel passt noch? Ich glaube nämlich nicht. 70% habe ich jetzt gerade. Du brauchst den kleineren, richtig. Okay, dann müssen wir sowieso mal im Shop dann. Dann können wir da direkt... Wieso? Wir haben doch genug kleine Trecker. Stimmt. Nee, ich meinte eigentlich, jetzt kurz mit den dicken dahin und die Kupplung holen. Es gibt keine extra Kupplung. Echt? Nein. Ja, über eine Mod gibt's die. Okay. Warte mal, kann ich denn diesen Anhänger anhängen? Das wäre mich jetzt fail, wenn... Ja, konnte ich ja mit dem hier. Ja gut, okay. Stimmt, der hat auch eine Kugelkopfkupplung. Also alles, was ein Kugel ist, können wir anhängen. Ja. Aber was so ein Rundding hier vorne hat, das können wir nicht ankuppeln. Ja. Den. Obwohl ich das Schwachsinn finde, weil eigentlich kannst du die Kupplung bei denen ja Höhenverstellen eigentlich. Ja. Aber vor allem hat er auch da hinten Bolzen drin, theoretisch. Ja, richtig. Das kann doch nicht sein, warte mal. Das geht wirklich nicht. Das hatte ich auch schon. Tatsache. Oder warte mal, was haben wir denn hier? Oder sollen wir hingehen? Wir haben ja wie heißen sie? Moment. Agrostar 661. Haben wir jetzt zwei Stück. Ja. Dass wir die beiden verkaufen und etwas größere holen. Wir können, warte mal, ich verkaufe die jetzt mal über das Menü. Einfach mal eben. Welche? Die Agroliner. Ja, sind sie nicht gerade im Einsatz? Nein, du stehst davor, mein Freund. Ich meine, sie ist gerade die Trecker. Welche Trecker? Ich rede nicht von den Treckern verkaufen, ich rede von den Anhängern verkaufen. Ach so, ja, nee.
Okay. Voll, Thomas. Yep. Wir müssen mal gucken, dass wir dann die Trecker umtauschen, dass sie halt auch die ziehen können. Wir haben jetzt bei dir reingepasst. Oder wir nehmen einfach Hänger, die wir dahinter hängen können.